Willkommen zurück bei Darksiders. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Azrael, heaven help me. The seventh seal was not broken. What have you to fear from me, Angel of Death? If you do not intend to kill me, then perhaps you will help me. You've given me no reason to do either. Listen to me. The gate must be shut. The tower must be cut off from the well. It is from the well that the Destroyer draws his power. The Well of Souls? Millions of souls, yes. Enslaved, twisted. A corrupt power to fuel the Destroyer's armies. You are stewards of the underworld, watcher of the well. Not a single soul flows back into this world without you knowing. Unless, Gatekeeper, you opened the way. The Destroyer sent the mightiest of his chosen against me. I fared no better than you did, Horseman, against Straga. Straga, you will take me to him. You have my word. Then tell me what I must do, Angel of Death. In Ordnung. Das ist also der Todesengel. Für die, die es jetzt nicht verstanden haben, Azrael ist der Todesengel aus der Himmel, aus dem Himmel, der die Seelen der Toten bewachen muss. Der wurde von dem Destroyer angegriffen, von seinen Chosen, dem sogenannten Straga. Und wir müssen nun Azrael befreien. Okay. Please, you must find some way to draw power to this chamber. Okay, wir müssen also irgendwie Energie in die Kammer hier bringen. Dann schauen wir doch mal. Und da hinten scheint eine Tür zu sein. Schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. Crossblade. Ach du Kacke. Jetzt müssen wir aber irgendwie auch da hoch, oder etwa nicht. Ah, hier. Hinten, oder? Nee. So. Dann so. Dann geht's hier hinten wieder auf. Hier durch. Dann hier durch. Das bleibt hier offen, also können wir jetzt hier lang. Hier können wir jetzt auch lang. Und da hinten ist eine Seelenkiste. Vielleicht kriegen wir die irgendwie. Na, wobei, ich weiß gar nicht, ob sich das... Okay. Da oben können wir uns langhangeln. Ach komm! Wieso steht denn da RT, wo ich mich langhangeln kann, wenn das gar nicht der Fall ist? Okay, komme ich da rüber? Ja, gut. Also, dann gibt's einige Seelen. So, und dann... Hier lang. Ne, jetzt mal eben schauen. Wir müssen da hinten hin. Hinter dieses Gitter. Müssen deshalb hier irgendwas aktivieren.
schauen wir doch mal. Einmal. Nein, das war's nicht. Ich mach mir das mal kurz zurück. Oder wir müssen... Doch, das hier auf. Und dann sind wir hier. Und dann das hier. Jawohl, genau das wollen wir. Ist da hinten offen. So. Nochmal kurz auf die Zeit schauen. Ja, ich habe noch genug Zeit für ein Part. Sehr schön. Öffnen wir mal hier. What the fuck ist das? Okay, das ist einfach irgend so ein komischer Geist. Der aber komischerweise nichts kann. Okay. Easy Mode. Ach so, okay. Jetzt müssen wir die Hook rausholen. So, dann schalten sich nur einige um. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Nee, das wollen wir gar nicht. Also nochmal zurück. Sind die beiden unten? Die hier sind dann auch unten. Nee, komm, ey. Was müssen wir denn damit bitte schön machen? Nö, das brauchen wir auch nicht. Oder müssen wir irgendwie alle zusammen? Hä? Also, ich verstehe gerade echt nichts. Hallo. Ich drehe jetzt einfach irgendwelche Schalter. Was ist denn das da? Das können wir nicht benutzen. Aber es drehen sich immer die gleichen, oder? Ja. Dann hat es doch gar nicht so viele Möglichkeiten. Also. Jetzt einmal noch so. Und jetzt machen wir... So. Und... So. Ach, ich hätte eine Idee. Jetzt machen wir... Nochmal den hier. Dann machen wir den hier. Ne, nochmal zurück.
dann jetzt den. Hä? Nee. Scheiße! What the fuck? What the fuck? Fuck, fuck. Alter, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich geh mal kurz auf den Desktop und schau mir das an. Ganz im Ernst, das regt mich jetzt echt auf. Okay. I got it. Natürlich muss man auch erstmal auf die Idee kommen, nämlich wenn man das Teil hier umgedreht hat, hier zu aktivieren. Wenn sich das dann umdreht. Nee, das war schon richtig so. Kleinen Moment. So. Den hier drehen. Dann den hier drehen. Und voilà. Wir haben das ja die ganze Zeit schon richtig gehabt, nur das Problem war ganz einfach, dass wir die Energie hatten vergessen zu aktivieren. So. Hier scheint gleich wohl ein Bosskampf zu sein. Eine Wrath-Kiste. Braucht man? Nein, braucht man nicht. Und da hinten ist, glaube ich, eine Life-Kiste. Braucht man die? Nein, die brauchen wir auch nicht. Und dann schauen wir doch mal, was da drin los ist. Okay, das scheint wirklich ein Bosskampf zu werden. Und dann würde ich ganz einfach mal sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Ich muss nämlich gleich schon wieder weg und dann nachher, wenn ich wieder da bin, geht's weiter mit Darksiders. Bis dahin, Leute. Reingehauen! Ciao!